Willkommen zurück zu Pokémon Schild, die Schneelande der Krone. Und nein, ihr seid nicht in der falschen Folge, genauso sieht das nämlich auch in der letzten Folge aus. So, und ihr seht schon da hinten, was ist das denn? Ein Gala Fleckmann folgt mir. Wir werden das heute entwickeln. Zumindest habe ich vor, das heute zu entwickeln. Ich hoffe, ich kriege das auch hin. Und ihr fragt euch sicherlich, warum sind hier Menschen AFK? Nun, das liegt daran, ich war gerade noch online, habe ein paar Raids gemacht und man kann sagen, ich habe es mit dem Level ein bisschen übertrieben. ja, vor allem bei Kursi. Ich habe einfach Kursi habe ich erst gelevelt und ja, ich habe ein bisschen zu lange drauf gespammt und ja, habe ich nicht gemerkt, dass ich so viel Level hier habe. Und ich habe mir einen Fleckmann eben gefangen auf der Rüstungsinsel. Ich habe die alle eben gelevelt, habe denen allen Dynamax-Bonbons gegeben und ganz viele andere Bonbons. Ich habe ihnen alles reingedrückt. Und ja, denn es kommen heute, wenn wir es heute schaffen, viele coole, starke Kämpfe. Okay, einer nur, aber ja, trotzdem. Wir werden auf jeden Fall jetzt mit Kreuzbar reden. Vielen Dank, dass du das Dorf beschützt hast, Menschenkind. Dabei wäre es meine Pflicht gewesen, mein treues Ross zu zügeln. Doch in meinem aktuellen Zustand konnte ich nicht viel mehr tun, als es zu verwirren und zum Aufbruch zu bewegen. Wenn ich nur die Zügel des Bundes hätte, wäre es ein leichtes, es zu zähmen. Wir brauchen eine Blume! Wie? Du willst die Zügel des Bundes für mich herstellen? Aus dem Haar meines treuen Rosses und einer leuchtenden Blume, die ich erblühen lassen soll? Eine Blume. Eine Blume? Aber natürlich! Ich nahm an, die Menschen hätten aufgehört, mir die Zügel des Bundes darzubringen, weil ihr Glaube an mich verloschen sei. Dabei fehlte ihnen in Wahrheit lediglich das nötige Material, da ich dieses nicht mehr wachsen lassen konnte. Oh, wie lange bin ich diesem Irrtum nun aufgesessen? Viele hundert Jahre ist es schon her, seit ich zuletzt eine leuchtende Blume erblühen ließ. Denn die Kraft, die mir verblieben war, reichte nicht aus, um dies zu bewerkstelligen. Doch nun spüre ich, dass mich ein kleiner Teil meiner alten Kraft wieder durchströmt. Wohlan, wagen wir nach schier endlos langer Zeit den Versuch, eine leuchtende Blume erblühen zu lassen. Aus dem Nichts? Irgendwohin? Mit dem Triforce-Bellen? Koronos, Paronos. Das ist für dich, Menschenkind. Was? Was? Hä? Okay. Random. Kronblatt! Aha. Wie erwartet, ist es sehr mühselig, auch nur eine einzige Blume erblühen zu lassen. Ich weiß nicht, ob es ausreicht, doch bitte nimm dieses Kronblatt an dich und versuche damit die Zügel des Bundes anzufertigen. Die Nachkommen jener Familie, die einst die Zügel herstellte, sollten noch im Dorf leben. Ich setze meine ganze Hoffnung in dich. Okay. Ich weiß nicht, sollen wir jetzt den Bürgermeister fragen? Das hat immer geklappt. Vielleicht fragen wir ihn einfach nochmal. Hat doch immer Ahnung. Man muss ja nicht andrücken, einfach rein. Ah ja, Cutscene, okay, das ist richtig. Oh, na, wenn das nicht die Retterin unseres Dorfes ist, bist du wegen der Bücher hier? Ich hätte eine Bitte. Wie bitte? Du willst, dass ich Zügel des Bundes für dich herstelle? Jetzt bringst du mich aber in Verlegenheit. Zu Zeiten meines Urgroßvaters wäre das noch möglich gewesen, aber heutzutage gibt es niemanden mehr, der sich an die traditionelle Herstellungsweise erinnert. Außerdem braucht man dafür eine bestimmte Blume und ich bezweifle, dass du die hast. Ich habe ein Kronblatt. Ich glaube, mich lost ein Chimpep. Hast du da wirklich das Kronblatt einer leuchtenden Blume? Bedeutet das dann, dass es den König der reichen Ernte ebenfalls wirklich? Nein, nein, das kann nicht sein. Meine Vorfahren haben die Zügel des Bundes hergestellt, indem sie sich an die Anleitung aus den mehr alten Märchen hielten. Dazu brauchten sie eine bestimmte Blume und Haare eines bestimmten Pokémon. Aber ich befürchte, an die Details dieser alten Tradition kann ich mich nicht mehr erinnern. Jedoch muss ich mich natürlich für deine Hilfe erkenntlich zeigen. Wenn du mir die Materialien gibst, werde ich mein Bestes versuchen. Okay. Oh, keine Musik mehr.
Ich weiß nicht, ob ich es so gut hinbekomme wie mein Urgroßvater, aber... Es ist jetzt an der Zeit, eine alte Tradition meines Dorfes wieder zu beleben. Berkel? Düftel? Das war ein absoluter Reinfall! Ich halte mich selbst für einigermaßen geschickt, aber für diese Zügel braucht es jemanden, der über mehr Fingerfertigkeit verfügt als ich. Bitte sieh mich nicht so niedergeschlagen an, es tut mir wirklich leid. Oha, wie enttäuscht der guckt. Hey, Herr Bürgermeister! Es gibt einen Notfall! In meiner Hütte hat sich das heiße Wasser aus der Dusche verabschiedet! Oje, auch das tut mir leid, ich schaue es mir so bald wie möglich an. Ach, du bist ja auch hier, Expeditionsleiterin. Ist irgendwas passiert? Die miese Stimmung hier zieht mich ja gleich mit runter. Die Sache ist die... Tahaha, ist das alles? Ihr braucht also nur einen Strick, ja? Gib mir mal die Materialien. Okay, jetzt habe ich hier ein Kronblatt und Rosshaar. Was genau stelle ich mit dem Kram an? Ich bin mal so frei. Das Blütenblatt wird eingeflecht ins Haar der Mähne, so ist recht. Boah, Alter, musst du mir die Methode echt quäkend verklickern? Naja, mir soll's recht sein. Also dann, ran ans Werk! Und fertig! Ist das okay so? Ja, Züge des Bundes, dankeschön. Das wird wohl passen. Unglaublich! Entgegen meiner Erwartungen sind sie wirklich ausgesprochen talentiert. Was sie da in Händen halten, sieht exakt so aus wie die Zügel des Bundes aus den alten Überlieferungen meiner Familie. Dank meiner aufmüpfigen Tochter bin ich ein Experte darin, kaputte Dinge zu flicken. Das Entdecker-Set, das ich dir neulich in die Hand gedrückt habe, ist übrigens ebenfalls Eigenmarke Peony. Wie dem auch sei, jetzt hast du die Zügel des Bundes, die du wolltest. Ich freue mich für dich. Okay. Teile bekommst du mit. Okay. Dann hin und her, hin und her, hin und her. Oh, oder er kommt einfach zu uns. Oh ne, jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Katze hin, dass er da hinten ist. Nein. Weißt du was? Ich habe mich neulich doch tatsächlich schon wieder dabei erwischt, wie ich draußen im Stehen eingeschlafen bin. Weil ich völlig durchgefroren war, wollte ich in der Basis erstmal schön warm duschen. Aber es kam nur eiskaltes Wasser raus. Vor lauter Schreck bin ich nach draußen gesprungen. Und zwar... Menschenkind, war die Herstellung der Zügel des Bundes von Erfolg gekrönt? Ja, dank Peony. Tatsächlich, dieser Mann ist mir eine größere Hilfe als erwartet. Auch ich habe frohe Kunde zu überbringen. Mir ist es endlich gelungen, den Aufenthaltsort meines treuen Rosses in Erfahrung zu bringen. Phantaros hat den Kronentempel zu seiner Heimstätte auserkoren. An jedem Ort haben wir damals viel Zeit zusammen verbracht. Bisher zog ich es vor, diese Stätte zu meiden. So sehr fürchtete ich, von nostalgischen Gedanken an frohe Tage übermannt zu werden. Doch weshalb hat sich mein treues Ross ausgerechnet dorthin zurückgezogen? Etwa, um in Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit zu schwelgen? Nein, ausgeschlossen. Der Kronentempel thront auf dem Gipfel des nördlichen von hier gelegenen Berges. Ich bitte dich, den Kronentempel aufzusuchen und nicht den Raid zu machen, sondern die Zügel des Bundes mitzubringen. Wohlan, ich breche sogleich auf. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich verlasse mich auf dich, Menschenkind. Armer Peony wird einfach mitgenommen. Mit dem Kronblatt von Coronusbar sowie dem Mähnenhaar, das ich im Kampf gegen sein treues Ross errungen hatte, gelang es, die Zügel des Bundes herzustellen. Nun muss ich zum Kronentempel gehen, der Schlafstätte des treuen Rosses, um dort Coronusbar zu treffen. Japp. Arctos mal wieder. Das wäre generell jetzt die Quest. Schon wieder Arctos. Aber was ich jetzt machen werde, ist was ganz anderes, Leute. Ich möchte nämlich heute erstmal... Oh, nice. Erstmal entwickeln. Und wir... Ich kann euch zeigen, wie man ein Galalashuking bekommt. Es ist sehr ähnlich wie Galalamus. Nur... befindet sich die Frau, die einen das Item gibt, nun mal ganz rechts. Irgendwo hier, in dem Bereich. So, und deshalb radel ich jetzt hier lang, zur Sohle des Giganten. Die sollte ungefähr hier lang sein, glaube ich.
Hier ist ein Relaxo, ne? Ja. Und dann muss ich aber selber gucken. Da ist Arktos, da reicht's. Ich habe auch schon Lavados und Zapdos gesehen, als ich ein bisschen Raids habe. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt viel, viel weniger Raids seit dem neuen Update. Das finde ich sehr kacke. Da ist noch so ein Ding. Aber ich glaube, hier müssen wir lang für die Höhle. Oh. Das Pokémon-Nest ist leer. Hm. Okay. Da war ich aber nicht dran. Und normalerweise steht da was anderes. Normalerweise steht da hier. Wird zum Wunschpunkten reinwerfen, aber da stand das jetzt nicht. Mysteriös. Oder wo bin ich jetzt? Bin ich wieder falsch? Nee, hier will ich nicht lang. Das ist Schneeschlucht. Hier ginge es ja weiter. Ich muss nach unten, glaube ich. Oder? Ja, die Karte hilft auch überhaupt nicht. Wow. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich lang muss. Hier? Nach links? Warte, was ist das denn? Arktos! 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 Kann ich es berühren? Nein, Papier! Was? Kann ich es fangen? Moment, kann ich es doch schon fangen? Ich bin verwirrt. Wo, was bringen denn dann die Prozente? Ist das nur für 100% oder kriegt man noch irgendwas? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt, aber hier kann man dran. Geht's hier? Ja, hier geht's zum Sol des Giganten. Nice. Ich glaube, hier waren wir sogar schon mal. Kann das sein? Ja, hier waren wir schon mal. Ich kann mich erinnern, dass hier so viele Pokémon auf einmal kamen. Oder das war in einem anderen Ort. Wie auch immer. Hier glitzert was. Ich hätte es gerne. Ich hätte gerne das Glitzernde. Hallo, Glitzer. Danke. So, was gibt's hier denn noch? Nichts. Okay, dann muss ich jetzt noch in die Höhle suchen. Da ist die Höhle gefunden. Ja, ich bin mir sicher, ich war hier schon mal. Aber halt nicht in der Höhle drin. Weshalb wir jetzt zur Höhle aufbrechen. Rauschende Höhlen. Hi, Carpador. Mach schön, spiel schön wieder Carpador Jump. Warte, was? Ah, hier kann man lang. Gut. Oh, oh, Prozente, Prozente. Das war Arktos, glaube ich, hier. Ich dachte, wenn man alle Prozente hat, dann sagt sie einem ja, wo man Arktos am besten fangen kann oder so. Ich weiß es nicht, aber ich versuche natürlich alle Prozente zu sammeln. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich bin. Wieder so ein großes Labyrinth wahrscheinlich. Oh Gott. Hier kann man lang. Gehen wir mal hier lang, warum nicht? Achten wir schön auf den Boden. Ja, kriegen wir Blutsauger. Blutsauger ist tatsächlich viel besser geworden seit den letzten Spielen. Die haben Blutsauger gebufft. Das ist nice. Weil Blutsauger war eigentlich eine der schlechteren Attacken. Und jetzt halt nicht mehr wirklich. Ja, keine Ahnung, wo lang. Also hier sind noch ein paar Prozente, deshalb würde ich gerne hier lang gehen. Teufel, du stehst da ganz schlecht. Okay. 50% Eiskernprozente. Wahrscheinlich die für Arktos. So, Flagman, du wirst dich hoffentlich heute noch entwickeln können. Hab nur Vertrauen in deinen Trainer, der dich vorhin erst gefangen hat. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ich muss mich kurz umdrehen. Ich will nicht in das Zubat reinlaufen. Mir sind sehr viele Prozente und die würde ich gerne alle snaggen. Hallo, Rockara. 64%. Oh Gott. Die Kamera in dem Spiel, ne? Also, es gibt Spiele mit besseren Kameras. Aber hier gibt es halt wirklich viele Prozente zu sammeln. Sehr viele. Am Ende habe ich hier gleich einfach alle. Despota. Cool. Auch nicht einfach, das Ding zu bekommen. Musst du ganz viel trainieren, leveln, entwickeln. Aber ich habe selber mal eins gehabt.
Hab's aber nicht lange im Team gehabt. Hat irgendwie keinen Bock auf das Ding. Ich weiß auch nicht wieso. Egal. Alter, wie viele Prozente, Mann? 86 habe ich jetzt. Oha. 90. Krieg ich noch alle? 92? Ich sag nein, aber maybe. Die dunkleren Stellen hier. Alter, oha. Was? Habe ich alle? Moment. Begib dich nach Freestyle, um Professor Sanya auf dem Laufenden zu halten. Hä? Warte, was? Aber hier sind noch mehr. Da waren gerade noch mehr. Oder bin ich gerade blind? Cool. Das Pokémon hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kubuin! Lol. Ja, gut zu wissen, dass man hier Kubuin bekommt. Warte, wo bin ich jetzt gerade? Schollenmeer. Was? Hier hinten ist ein Dreiwegpass. Wo denn? Hier? Dort? Ich suche mal ein bisschen. Cool. Wo komme ich hier raus? Wir werden wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge gegen Kronospar kämpfen. Muschelglocke, das ist sehr gut. Hey, ist der Dreiwegpass? Ja, okay. Und da gibt es ja auch Prozente. Vielleicht gibt es ja ganz, ganz viele Prozente, aber man muss nur insgesamt 100% sammeln. Oh. Ich habe nicht mal den Tempel von Regirock gefunden und ich bin schon bei dem hier. Oha. Was muss man hier machen? Muss man vielleicht alle drei von denen haben, um dann hier reinzukommen? Ich weiß es nicht. Wutanfall auf jeden Fall hier bekommen. Nice, nice. Gefällt mir. Donner hier bekommen. Thunder. Und was kriegt man hier? Nanu. Der Steingigant. Der Eisgigant. Der Stahlgigant. Versammelt man die drei Giganten, wird sich die Tür... Ja, aber man braucht die drei. Okay, dann kommt man erst da rein. Alles klar. Dann werden wir alles bestimmt noch mit den Regis in einer Folge machen. In einer ganz langen Stream-Folge. Oder so. Mal schauen. So, aber ansonsten gibt es hier nicht wirklich was. Also ich muss sagen, die Insel, die Schneeinsel selbst, wenn man die einmal erkundet, ist sehr cool, weil sie so groß ist. Aber... Hatte ich wirklich noch nicht lang. Aber für die... Aber wenn man Raids machen möchte, sollte man auf jeden Fall lieber die Rüstungsinsel besuchen. Also insgesamt mag ich die Rüstungsinsel am meisten. Dann mag ich diese Insel am zweitmeisten und überhaupt nicht mögen, tue ich die Hauptinsel, die ganz normale Naturzone. Ich mag sie einfach nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. Und ja, hier gibt es ganz viel mehr, wie ich sehe. Vielleicht kann man aber auch da hinten überhaupt nicht rein, lang. Nicht rein lang. So, was gibt es denn hier überhaupt? Seemaps. Alter, Aktilas gibt es aber irgendwie... Sehr oft hier. Eine Hydropumpe ist eine tolle Attacke. Hydropumpe, sehr nice. Mhm. Wunschbrocken. Okay, hier ist ziemlich gut für Raids. Also wenn man hier ganz viele Strahlen hat, ist nice. Glaube ich. Hier kann man ganz schön viel zapfen. Ganz nah aneinander. Das ist sehr gut. So, aber was gibt's denn noch so? Weil eigentlich müsste es hier irgendwo eine Lady geben in diesem Bereich. Aber doch nicht etwa hier im Meer. Vielleicht dort hinten? Was ist denn das da hinten in der Mitte? Was ist denn das? Ups, nein. Hm. Ich glaube, das hier ist einer der besten Bereiche im DLC. Das ist ziemlich cool hier. Mit dem Wasser und alles. Oh, Leute, hier kann man lang. Vielleicht ist hier die Lady versteckt. Lady? I want evolution. Oh, Höhle. Ja. Okay. Wo bin ich denn hier in der Höhle? Bei der unsichtbaren Galanus-Zweig. Nice. Da ist die Lady! Zauberschein. Okay. Da ist die Lady, Leute.
Lady. Galanuszweig. Oh, wahrscheinlich kriegt man hier so viele, weil man die jetzt braucht. Alles klar. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr euer Gala Fleckmon zu einem Gala Lushuking entwickeln könnt. Wo siehst du, dass mein Galanuszweige zu einem hübschen Kranz flechten kann? Wenn du mir 15 Galanuszweige bringst, flechte ich dir raus einen Galanuskranz. Bedauere, aber du hast leider nicht genug. Was? Ich hab nicht genug? Was? Eigentlich müsste ich genug haben. Wie bitte? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann nicht sein. Ich hab doch genug. Was sind denn die Dinger? Nein, mir fehlen zwei. Ah, aber hier können wir auf jeden Fall entwickeln, Leute. Oh, als ob mir zwei Stück fehlen, Alter. Ich guck mal kurz, ob ich den nicht in der Rüstungsinsel kurz finde. Man kann sich hierhin fliegen lassen, cool. Okay, ja, ich mache einen kurzen Cut und such mal in der Rüstungsinsel nach noch zwei Stück. Okay, nun habe ich alle und kann euch das jetzt auch noch zeigen. Sehr schön, dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Du bist genau 15. Hier ein Zweig, da ein Zweig und einmal rum, dann wieder durch. Und fertig, bitteschön, für dich. Ein Galanuskranz. Und sieht da aus? Ein Kranz, der aus Galanuszweigen gewoben wurde. Gala Fleckmon freuen sich, wenn sie diesen tragen dürfen. Fleckmon, steht dieser Kranz übrigens hervorragend. Ich flechte dir auch gern noch einen, wenn du mir mit nötigen Zweige bringst. So, und ich kann euch mal den Unterschied zeigen. Ups, falsche Beutel. Das ist der richtige Beutel, glaube ich. Ja. Zwischen dem und dem anderen aus, hier. Nee, doch. Aus Rüstungsinsel. Das hier ist der für Lamus. Lamus braucht nur einen Reif. Und Lushuking braucht einen Kranz. Liegt daran, dass, der hat halt, beim Reif wird er dann gebissen und dann hat er diese Kanone zum Schießen. Und Kranz, naja, ich zeige euch das mal. Fleckmon wird nämlich am Kopf gebissen. Und wie es aussieht, das seht ihr jetzt. Funktioniert wie ein Evolutionsstein für andere Pokémon. Und jetzt bloß nicht B drücken. Das ist das Verschwendung. Und da seht ihr es. Gala Lushuking. Und wenn das nicht nice aussieht, dann weiß ich auch nicht. Am liebsten finde ich, am geilsten finde ich unten, dass der Part normal pink gefärbt ist. Das finde ich richtig cool. Ansonsten, ja, Cartoon-Augen so, ne? Hexenmeister. Ziemlich nices Pokémon. Schauderspruch. Ist so gesehen das Gegenstück zu Galalamus. Schauderspruch. Der Anwender greift mit gewaltigen Psychokräften an. Die AP der letzten Attacke des Ziels werden um 3 gesenkt. Oh, nice. Ich habe gar nichts zum Angreifen. Ja, Rückenzug weg. Das ist ja voll kacke. Ich habe keine guten Attacken mit ihm. Ich sollte vielleicht eine Giftattacke erlernen. Oder hat er. Kriegt er jetzt eine? Nein, da muss ich ihm eine Giftattacke am besten beibringen. Habe ich eine? Please, habe ich eine Giftattacke? Er kann Flammenwurf erlernen. Aha. Wäre es doch gar nicht mal so schlecht. Will ich ihm Flammenwurf beibringen? Irgendwie schon. Ja, let's do it. Why not? Let's go. Psycho Plus? Oder? Regentanz? Wozu willst du Ja, wenn er Regentanz hat, dann will er vielleicht eine Wassertacke lernen? Was habe ich denn gerade so? Aha, aha. Psycho, mhm. Psychokinese, ja, ich habe ja jetzt eine Psychotacke mit dem Feuersturm. Er kann Feuertacken erlernen, cool. Habe ich nicht irgendwas Gift? Ich gucke mal einfach rechts unten. Gift, da. Das sind Giftattacken. Kann er alle nicht erlernen? Willst du mir ernsthaft sagen, dass er keine Giftattacken? Doch, Schlammwoge. Ich habe alle Pokémon im Umkreis mit einer Schlammwelle an. Welche eventuell vergiftet? Ja. Warte, ich guck mal kurz.
Ich werde dann auch sehen, was ich hier eigentlich so beim ganzen Abenteuer gesammelt habe, aber hier war noch was Gift. Giftschock. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. Na, Giftschock ist jetzt eigentlich das Gelbe vom Ei. Ja, aber ich glaube, soweit ich nach oben gehe, desto schlechter werden die Attacken. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Egal, was war das andere hier? Schlammwoge. Das wäre was. Ich bringe das einfach mal bei. Ich habe eh zwei von denen. Also juckt mich das nicht. Heilwoge, Schlammwoge. Komm, das ist doch cool. So. So sieht unser Team aus. Nicht unbedingt perfekt, aber muss auch nicht. So. So viele Items, die wir haben, ey. Jetzt erstmal leveln. Bam, rein donnern. 7 Level Ups, das ist schön. Vielleicht noch ein paar mehr. Wie viel macht das? Genug. Ich sehe auch gerade, Pikachu kann auch mal hier ein Level Up gebrauchen. Nice. So, du kriegst den Rest. Reingedonnert. Zack, Level 70. Gehörst nun zur Gang. Und ja. Das wollen wir doch schön speichern. Ne? Okay. Nun haben wir aber noch nicht alles erkundet. Denn es gibt noch einen Schrein. Und ich vermute mal, der ist hier beim bei der Ballseehöhle. Deshalb gehen wir mal zum Baum und gucken uns da noch ein bisschen um. Oh mein Gott, wie cool. Oha, bist du groß. Du bist größer als Lamus. Alter, da kam gerade Schleim aus seinem Ohr. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr jetzt eigentlich einen Mushas statt einen Lashuking. Oh, hier können wir ganz viele Prozente sammeln. Oh, dann haben wir das vielleicht auch noch durch. Das wäre nice. Jetzt ist nur noch ein Ort mit Prozenten. Ja, hier sind so viele, das wird wahrscheinlich alles sein. Ja, habe ich einen voll guten Job gemacht, alle zusammen, oder? Es freut mich, dass das da nicht so wie dick da ist. Ja, ist wirklich so. 96. Komm schon, wo sind die letzten? Alter, ich habe so viele Items. Ja, hier sind die letzten. Hier sind die letzten drei. Nee, warte, was? Hier sind voll viel mehr. Okay, das ist jetzt offiziell. Es gibt mehr, als man braucht. Das heißt, wir haben mit zwei von drei Sammlungen durch. Machen wir gleich noch die letzte? Na, in der nächsten Folge würde ich sagen. In der nächsten Folge. Und dann, wenn wir alle haben. Ja, wo ich will aber eigentlich erstmal kämpfen. Wo komme ich hier raus? Was? Wait, what? Hä? Ich wollte noch. Was? Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Moment. Warte, hier ist eine Krone. Da ist eine Krone. Heißt das irgendwas? Ja gut, ne? Gibt's aber nichts, oder? Ich glaube, hier gibt's nichts. Nee, von hier kamen wir. Hä? Ich bin verwirrt. Die Folge ist auch gleich schon zu Ende, leider. Ja, 30 Minuten denkt man, ja, normalerweise 20 Minuten und 30 Minuten schon viel. Aber ich habe ja auch einen Grund, warum 30 Minuten folgen. Und da seht ihr auch, warum. Nee, ich gehe mal wieder hier raus. Vielleicht bin ich einfach falsch. Ja, aber ich dachte, hier irgendwo ist der Tempel. Der muss hier irgendwo sein. Vielleicht hier um die Ecke? Ich habe keine Ahnung. Der muss ja eigentlich irgendwo sein. Alle Prozente zusammen macht tatsächlich sogar ein bisschen Spaß. Einfach weil es so fair ist. Und es mehr gibt, als man braucht. Das ist sehr nice. Und was die einem sagen, das sehen wir dann, nachdem wir Grundspass Aufgabe geschafft haben. Jetzt hier Ganon's Zweig? Nein. Wo kommen wir hier raus? Ballseehöhle. Nee, also tut mir leid, aber. Wir sind doch gerade von hier gekommen. Was zum Teufel? Was passiert hier gerade? Doch, von hier komme ich doch gerade.
Warte, dann gehe ich mal nach links? Ich bin verwirrt. Herbert! Moment! Seehöhle. Wo ist denn dann? Der hier in der Ecke vielleicht. Warte, dann tippe ich mich vielleicht erstmal hier hin und gehe dann einfach geradeaus. Vielleicht finde ich es dann. Ja, ich habe dich schon gehört, Arctos. Tu nicht so, als würde ich dich nicht kriegen. Irgendwann kriege ich noch. Komm hier runter. Ja, komm mal. Bin ich da unten? Oh, ey, komm. Ich will die unsichtbaren Items haben. Vielleicht hier, aber da war ich. Nein, das kann nicht sein. Hier war ich. Oh! Elektro! Deine Pokémon-Karte ist super in TCG, aber du selbst in dem Spiel bist nicht so toll. Oh, aber Lashoking ist nice. Lashoking. Übrigens, für die, die das Shiny Lashoking haben wollen, ich sag euch, es lohnt sich nicht. Der einzige Unterschied ist einfach der Kristall auf der Stirn von dem Mushas, von dem Lashoking auf jeden Fall, keine Ahnung, ist andersfarbig. Hier, das ist ein grüner Kristall auf der Stirn. Beim Shiny ist es eine andere Farbe. Super. Dafür ein Shiny Fleckmon zu haben, das lohnt sich nicht, Leute. Glaubt mir. Das wollt ihr nicht. Ey, nicht so schnell sein, ey. Nee, hier ist vor allem noch ein Friedhof, der einem nichts bringt. Nee, keine Ahnung. Ich werde es mal privat suchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Schild. Die Schneelande der Krone. Habe ich nicht recht? Mein Pokémon? Wo ist mein Pokémon? Liegt es irgendwo fest? Na, wie auch immer. Haut rein.